www.hörspielprojekt.de. Die Community für Hörspielmacher. Captain Kenneth und die intergalaktischen Killerschnecken von Frank Hebben. Das ist sie also, meine neue Mannschaft, dachte Captain Kenneth und sah sich den müden Haufen einmal genauer an. Sein Blick wanderte von der jodelnden Jukebox der Kaschemme zu einem Affen, der ganz und gar behaart, doch an den Achseln säuberlich rasiert war. Und dein Name? Der Affe schoss mit der Faust nach vorn, in der eine blaue Banane steckte. Nicht hungrig, danke. Ah, Rourke also, du kannst ein Raumschiff fliegen? Quietschend schraubte sich Rourke die Banane ins Ohr. Alles klar, engagiert. Na super, das kann ja heiter werden. Ein saublöder Affe, eine bekloppte im Nachthemd, wahrscheinlich frisch aus der Klapse und ein Androide, der bei meinem Glück nicht mal bis drei zählen kann. Perfekt. Kennst du dich mit kosmischer Navigation aus? Hey! Oh, Sie haben mit mir gesprochen. Ich dachte... Ja? Schon gut, Sir. Und um Ihre Frage zu beantworten, nö, nicht die Bohne. Aber ich kenne da eine zuverlässige Einheit, die Ihnen gerne weiterhilft. Es ratterte wie ein Uhrwerk, als der Androide nach links wegschwenkte, um auf einen eiförmigen Roboter zu zeigen. Er ist robust und zuverlässig. Ich habe bereits öfters... Zuverlässig? Sieht mir eher wie eine Bombe aus. Absolut zuverlässig, Sir. Wie gesagt, ich habe schon mit ihm... Und das Ding auf seiner Brust? Eine Zaubertafel, Sir. Leider ist sein Sprachchip defekt. Dafür kann er gestochen scharfe Skizzen zeichnen. Sie werden überrascht sein, Sir. Wie zu Demonstrationszwecken knickte der kleine Roboter sein Greifärmchen ab und malte einen Smiley auf die umgeschnallte Tafel. Sonnenuntergänge kann er übrigens besonders schön. Ah ja, und wie ist seine Kennung? B2, Sir. B2, wie prägnant. Und deine Bezeichnung war? A1, Sir. Wir sind Geschwister. Ich bin der Ältere. Öl ist dicker als Wasser. Ein Scherz, Sie verzeihen? Lustig. Ja, also weiter. Hör mal, Mädchen, wer bist du denn? Dich kenne ich doch von irgendwoher. Ich bin eine Prinzessin. Eine Prinzessin. Ah, na klar. Und Hoheit, wie ist euer Name? Bill. So, Bill. Wie, was, Bill? Eigentlich heiße ich Bill Leia. Aber meine Pfleger nennen mich immer nur Bill. Ein irres Lächeln umspielte ihre Mundwinkel und sie zwinkerte wie ein Eichhörnchen. Gut, okay. Bill, kannst du kochen oder hast du eine medizinische Grundausbildung? Eigentlich nicht. Ah, gut, ja. Was kannst du dann? Ich bin eine Prinzessin. Ich habe ein Zauberschloss. Na, das ist doch was. Glückwunsch, Baby. Du bist dabei. Ich bin am Arsch. Mit dieser Crew komme ich kein Lichtjahr weit. Die öffnen mir die Luftschleuse, nur um mal frische Luft zu schnappen. Kacke! Na toll, dann kann's ja losgehen. Noch irgendwelche Fragen? Wie lautet unser Auftrag? Ach, wir bringen doranischen Salat nach Tatooine 2. Tatooine 2? Das klingt aufregend und schwierig. Ach, reine Routine. Aber bevor ich's vergesse, wenn ihr mir das bitte vorher unterzeichnen würdet... Just glitt das Raumschiff Titan an einer giftgrünen Gaswolke vorbei, als der Fusionsantrieb plötzlich stotterte und mit einem lapidaren Kaputt den Dienst quittierte. Captain Kenneth sprang vom Sessel auf. Was zum Teufel ist hier los?
Der Navigationsroboter malte ein formschönes Fragezeichen auf die Tafel. Kenneth wirbelte zum Piloten herum. Hast du mir die Zylinder zu hoch gejubelt? Doch der Affe zuckte nur mit den haarigen Schultern und grunzte. Na toll, einfach großartig. Wir haben weniger als 23 Stunden, bevor uns der Salat schlecht wird. Tut etwas, verdammt! Sir, ich habe das Problem lokalisieren können. Das Kühlsystem hat versagt. Der Wasserzufluss wurde unterbrochen, und zwar genau an dieser Stelle. Er tippte auf eine leuchtende Kontrolltafel. Viele blaue Linien und außen rechts zwei Buchstaben. W und C. W und C? Was willst du denn damit sagen? Etwas verstopft uns die Toilette, Sir. Das darf doch nicht wahr sein. Wer hat denn da wieder nicht richtig durchgespült? Die Analyse läuft noch. 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 Komm zur Sache. Schon fertig. Oh. Ja, was ist? Wir haben eine Killerschnecke an Bord. Bitte? Eine Killerschnecke, Sir. Verstopft anscheinend die Wasserrohre. Warum immer ich? Warum? Warum? Was habe ich nur getan? Nichts, Sir. Aber das sollten Sie. Mit Killerschnecken ist nicht zu spaßen. Die fressen alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Daher würde ich dringend empfehlen... Brock, dein Job! Captain Kenneth marschierte zu einem Schrank, in dem er so einiges aufbewahrte. Für alle Fälle. Er kramte in den Regalen und fand schließlich, was er gesucht hatte. Einen gewaltigen Pümpel. Hol mir diese lästige Schnecke da raus und mit da meine ich Klo. Kapiert? Hier. Und beeil dich, Mann. Wir haben Salat auszuliefern. Den Pümpel wie ein Zepter schwingend verließ der Affe die Kommandobrücke und folgte dem Korridor zur einzigen Toilette des Raumschiffs. Sie war tatsächlich verstopft. Das Wasser stand hoch bis zur Brille. Breitbeinig stellte sich Rourke über die Keramik und setzte die Saugglocke an. Er drückte und zog. Und noch auf der Kommandobrücke hörten Kenneth und die anderen die tropfnassen Sauggeräusche. Im Innern von A1 klackerte es. Die Kuh spricht mit den Blumen. Was redest du für ein wirres Zeug? Plop schlalak. Ein alter aronischer Dialekt, Sir. Und er bedeutet, die Kuh spricht mit den... A1, jetzt mal im Ernst. Fällt dir nichts Besseres ein, als dieses Gesauge zu übersetzen? Nicht, dass ich wüsste, Sir. Oh, und jetzt hat der Pümpel gesagt... Raus! Gern. Wohin, Sir? Mach dich nützlich, hilf dem Affen und nimm auch gleich Picasso mit. Solange wir ohne Antrieb im All dahin treiben, kann ich auf der Brücke eh keinen Navigationsrobot gebrauchen. Sir, darf ich Ihnen einen gut gemeinten Rat geben? Hm? Achten Sie auf Ihren Blutdruck. Ihr Kopf hat mittlerweile eine sehr ungesunde Rotfärbung angenommen. Raus, ihr Blechbüchsen! Aber Dali! Zu Befehl, Sir. A1 und B2 trollten sich. Sie folgten den nassen Sauggeräuschen, die nun in rascherer Abfolge erklangen, und fanden Rourke tief über der Keramik gebeugt, beide Arme bis zum Anschlag in der Schüssel. Vom Pümpel war nur noch das Ende des Stiels zu erkennen. Der Affe war heftig in Fahrt. Dann riss er den Pümpel zurück und ein Schwall Wasser ergoss sich über die braunen Fliesen. Plop, plop, schlalack. Möchte jemand wissen, was der Pümpel gerade gesagt hat? Flegel. Der Androide wandte sich beleidigt ab, konnte aber noch rechtzeitig verfolgen, wie eine weiße Nacktschnecke aus der Kloschüssel hüpfte und nach 2,5 Saltos auf der Brille landete. 5,6 in der B-Note, ermittelte A1 routiniert, ließ die Bewertung aber fallen. Schlagt sie tot! Rourke holte mit dem Pümpel aus, doch zu schwerfällig. Die Schnecke sprang auf seine Schulter, dann auf die Glatze des Roboters, dann auf den Fußboden. Und weg war sie. Hinterher! Sie darf uns nicht entkommen! B2 sauste um die Ecke und den Gang entlang. Als er die Abzweigung zur Kombüse, Kajüte, Vorratskammer erreichte, rotierte er unschlüssig um die eigene Achse und kritzelte derweil einen Pfeil auf die flatternde Zaubertafel. Sie ist links lang, Bruder. Du kriegst sie, die kleine böse Schnecke. B2 zögerte keine Sekunde und flitzte wie ein durchgeknalltes Spielzeugauto außer Sichtweite. Nur einen Augenblick später kam er wieder zurück, triumphierend sein Greifärmchen schüttelnd, in dem eine rote Killerschnecke steckte. Der doch recht auffällige Farbwechsel war den dreien natürlich entgangen. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, B2. Captain, wir haben sie. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Ja, so einfach könnte das gehen, nicht wahr? Ende gut, alles gut. Nach einer kurzen Unterbrechung lieferten Kenneth und seine Crew den doranischen Salat erfolgreich auf Tatooine 2 ab und lebten glücklich und in Frieden von wegen. Jetzt geht's erst richtig zur Sache. Wild schnaufend kamen Kenneth und Bill um die Ecke gerannt. Klasse, da ist ja das Miststück. Sind vielleicht doch zu gebrauchen, dachte der Kapitän hoffnungsvoll, während links von ihm eine weitere weiße Schnecke gut gelaunt den Korridor hinunterhopste und dabei ein munteres Liedchen sang. Wie in Zeitlupe drehte Kenneth den Kopf. Er hob die Hand, streckte den Zeigefinger vor. Wo kommt das daher? Da sind zwei Schnecken. Gut beobachtet, Captain. Mein Ergebnis stimmt mit den Ihren exakt überein. Na bestens. Jetzt haben wir also zwei Probleme am Hals. Konstruktive Vorschläge? Keine, Sir. Allerdings besitzt mein Bruder eine gewaltige Datenbank, die uns möglicherweise weiterhilft. Fein, also, ich warte. Ein grünes Wartelämpchen blinkte, ehe B2 mit dem freien Greifärmchen ein Trinkglas auf die Tafel zeichnete. Darin malte er ein paar Bläschen, oben eine Schaumwolke. Und fertig war das Bier. Ob Pilz oder Alt sei der durstigen Fantasie des Hörers überlassen. Besaufen ist keine Lösung, Leute! Wir sollten die Schnecke freilassen und schauen, wohin sie uns führt. Ich hatte mal einen Hasen, der mich durch einen Spiegel... Hey, Momentchen! Das könnte klappen. Gute Arbeit, Bill. Los! Loslassen, die Schnecke! In einer Geste männlichen Tatendrangs schlug Kenneth auf die Glatze des eiförmigen Roboters. Es klackerte, ratterte und wie aus dem Nichts stand urplötzlich ein Hologramm auf seinen dreckigen Stiefeln. Das von einer Frau. Helft mir, ob und wann der Zünder hochgeht. Werkseinstellung. 3 Minuten. Bitte bestätigen. Ganz, ganz langsam ging Captain Kenneth auf Abstand zu B2. Bei allen Sonnen. Ich habe mir tatsächlich eine Bombe an Bord geholt. So eine verdammte Bombe. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen, Sir. Wir haben zwar dem Militär gedient, aber das ist... Dem Militär? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Gelber Dampf schoss aus dem Kopfteil von B2. Sir, es ist natürlich Ihre Entscheidung, wie Sie Ihre Crew verwenden möchten. Aber vielleicht sollte ich ihn jetzt doch entschärfen, falls Sie nichts dagegen haben. Vielleicht? Entschärfen das Höllenteil! Sofort! Hoffentlich bleiben uns noch ein paar Sekunden. Ein paar Sekunden. Vielen Dank. Neueinstellung wird vorgenommen. 15, 14, 13, 9, 8, 4. Hey, das ist Beschiss! Beschweren Sie sich beim Nova Bombastics. Die 3 und die... In wortwörtlich letzter Sekunde hämmerte A1 auf die Glatze des Roboters. Das Hologramm verbeugte sich und verschwand mit einem schnippischen... Bitte, dann halt nicht! Oh, mehr Glück als Verstand. Das war knapp. Äußerst knapp, Sir, wenn Sie mir diese Bemerkung gestatten. Ah, das kannst du laut sagen, Junge. Äußerst knapp, Sir, wenn Sie mir... Maul halten allesamt! Und du, Blechbüchse, wehe! Noch so ein Ding und ich mach aus dir eine praktische Salatschüssel! Zur Antwort malte B2 mit zittrigem Greifarm ein Herz auf seine Zaubertafel. Ja, vergiss es. Brauchst dich gar nicht erst bei mir einzuschleimen, Kumpel. Das kommt alles in die Akte. Und jetzt lass endlich diese gottverdammte Missschnecke los. Als B2 sein Greifärmchen öffnete, sprang die Schnecke sogleich auf den Fußboden. Sie schaute nach links, rechts, hüpfte in den Toilettenraum hinein und hoch auf die Klobrille. Es machte Splotsch. Und wieder war die Schnecke weg. Super Plan, keine Frage. Jetzt sind wir genauso weit wie vorher. Unbemerkt waren an der Abzweigung des Korridors neue Killerschnecken aufgetaucht. Kenneth sah sie erst nach einer Weile. Die Zeit davor hatte er mit wildem Fluchen verbracht, bis ihm die Schimpfworte ausgingen und A1 für ihn übernehmen musste. Himmel, seht! Da sind noch mehr von diesen Biestern. Runter von meinem Schiff, ihr Pestbeulen! Pestbeulen ist gut, Sir. Ich hätte 20 Varianten in 18 verschiedenen Sprachen anzubieten. Möchten Sie vielleicht, dass ich sie Ihnen aufzähle? Kenneth stellte seine Ohren auf Durchzug, während er vorsichtig zur Abzweigung schlich. Doch schon wieder hatten sich die Schnecken aus dem Staub gemacht. Nur glitzernde Bahnen aus Schleim verliefen am Boden, die in alle Richtungen führten. Oh nein,
Wie kommt da ein furchtbarer Verdacht? Ein Verdacht, Sir? Dass diese Schnecken in den Salatkisten an Bord kamen und nun im Frachtraum ihr Unwesen treiben? Sir? Ist Ihnen nicht gut, Sir? Genau das hatte ich befürchtet. Hatte er natürlich nicht. Wie dem auch sei. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, stürzte Kenneth den Gang entlang zum Frachtraum, rasch auf den Öffnungsknopf und trat ein. Und da sah er die Bescherung. 2 Dutzend Killerschnecken sprangen von einer Kiste zur nächsten, vergnügt wie Flummis, hauptsächlich weiße. Es gab ein paar rote, die mehrfach Saltos auf der größten Salatkiste vollführten, wo eine dicke, schwarze Killerschnecke saß, lautstark keuchend. Sie schien ziemlich außer Atem. Nur 3 Sekunden später erreichte auch die restliche Crew den Tatort des Schreckens. Die haben alles aufgefressen. Nee. Mit einem schweren Seufzer hüpfte, nun ja, plumpste die schwarze Killerschnecke von der Kiste und kroch schwerfällig auf Captain Kenneth zu. Ich habe dich erwartet. Mich? Komm bloß nicht näher, hörst du? Endlich begegnen wir uns wieder. Der Kreis schließt sich. Was? Was meinst du damit, Schnecke? Du warst doch klein, als du mich ausgesetzt hast im Dschungel von Ranora. Erinnere dich. Kenneth dachte angestrengt nach, bis sich aus der hintersten Windung seines Gehirns eine uralte Erinnerung an ihn heranpirschte. Sluggy? Ja, aber das kann doch nicht sein. Du bist schon lange tot. Erforsche deine Gefühle. Du weißt, dass es wahr ist. Einst bin ich dein Schoßtier gewesen. Doch jetzt bin ich der Meister. Nur ein Meister meiner Salatkisten, Sluggy. Ist nicht böse gemeint, Kumpel, aber du störst. Mit diesen Worten ließ er seinen Stiefel auf die Schnecke niedersausen. Doch hurtig fuhr Sluggy seinen rot gleisenden Liebespfeil aus, um ihm das Ding durch die Sohle zu rammen. Heulend zog Kenneth den Stiefel zurück. Autsch! Bist du verrückt? Das tat weh! Ich werde dich lehren, was es heißt, mich vernichten zu wollen. Jetzt bin ich der Meister. Ja, sagtest du schön. Oh, tschüss, arrivederci, servus, macht's gut. Kenneth hämmerte auf den Türknopf und der Frachtraum schloss sich zischend hinter ihm. Schnell verriegelte er die Tür mit einem Riegel. Wir müssen diese Schneckenplage quitt werden. Und zwar jetzt gleich. Ist Sluggy ein alter Freund von Ihnen? Ach, erwähne diesen Namen nicht in meiner Gegenwart. Neue Vorschläge? Also, im Zauberschloss fangen uns die Flieger mit Netzen ein. Das spart Munition, sagen sie. Interessant, ob das vielleicht... Kenneth stellte es sich vor, wie er durch den Frachtraum sprang, ein großes Fangnetz schwingend, nackt, mit irren Augen und wie ein Huhn... Er schüttelte den Kopf, schob den Gedanken beiseite. Der Nächste? Bier, Sir. Ja, du hast recht, Eins. Kein Alkohol ist auch keine Lösung, mein Junge. Dann hoch die Tassen. Nein, Sir. Ich wollte damit sagen, Biergeruch lockt Schnecken an. Ja, das ist es. Ja, also worauf warten wir? Stellen wir den Viechern eine Falle. Ich weiß auch schon wo. Eilig hatten sie 2 Kästen aus der Vorratskammer geholt, die Flaschen entkorkt und dann das schöne Bier in einen Topf geschüttet, den sie jetzt in den offenen Kühlschrank hieften.
Kenneth schlang eine Kordel um B2, knotete das andere Ende am Türgriff fest und schickte danach den Affen los, damit er auf Zuruf den Frachtraum entriegelte. Okay, Picasso, hier ist der Plan. Sobald die Killerschnecken allesamt in den Kühlschrank gesprungen sind, saust du nach links und schlägst die Tür zu. Ist doch ganz einfach, oder? Oder was? B2 kritzelte einen abgespreizten Daumen. Okidoki. Gut, ich verlasse mich auf dich, Kumpel. Prinzessin, deine Aufgabe wird es sein, den Froster anzustellen. Hierzu legst du diesen Hebel um. Capito? Klar. Mach ich, Pfleger. Kenneth, für dich immer noch Captain Kenneth. Und wie kann ich Ihnen behilflich sein, Sir? Du stellst dich an die Wand und hältst einfach mal die Klappe. Klappe, Sir? Ich sehe keine, die man... An die Wand und kein Pieps mehr! Keinen Pieps. Zu Befehl, Sir. A1 lehnte seinen Rücken gegen ein Poster, das das gesamte Universum zeigte. Es hing natürlich falsch herum. Typisch. Der Plan ist narrensicher. Muss einfach funktionieren. Muss! Rogue, es geht los. Zieh den Riegel auf, dann drück den roten Knopf und geh in Deckung. Die Türen des Frachtraums glitten auf. Wie in Zeitlupe. Unendlich langsam. Als würde zäher Honig... Diese Spannung zerreißt mich. Ich halte es nicht länger aus. Da, ich spüre... etwas. Eine Präsenz, die ich lange nicht mehr... Die Macht, Truppen, pack den restlichen Salat ein, wir rücken ab. Sluggy wollte noch mehr Befehle geben, doch seine niederen Instinkte hatten schon die Kontrolle übernommen. Das gleiche galt für die anderen Schnecken. Eine nach der anderen sprangen sie ihrem Anführer hinterher, dem Korridor hinab und nach links zur Küche, vom Kühlschrank magisch angezogen. Als die sechste Schnecke mit einem herzhaften Bier auf den Lippen einen Köpper in den Topf hinlegte, entspannte sich Captain Kenneth und lächelte. Es klappt! Oh, ihr Götter des Olymp! Endlich klappt mal was! Ja! Total fertig kam Sluggy um die Ecke gekrochen und röchelte ein Bier, bevor er Anlauf nahm und mit letzter Kraft aufs untere Kühlfach klappte. Bier, sagte sein Instinkt, wie auch die restlichen Killerschnecken, die ziemlich flott im Kühlschrank verschwanden. Kenneth zögerte einen Moment, dann gab er B2 das vereinbarte Zeichen und der Roboter flitzte am Kühlschrank vorbei, rums und die Tür war zu. Jetzt, Mädchen, stell den Carbonitfroster an! Bileya, die sich hinter der Spüle verschanzt hatte, streckte ihren Arm vor, um nach dem Hebel zu tasten. Nein, das war die Kaffeetasse. Der Spüllappen, mehr links, höher, noch höher, warm, wärmer, heiß, heiß. Als sie endlich den Hebel zu fassen bekam, quiekte sie vergnügt, worauf sie ihn blitzschnell nach unten zerrte. Kälte dampfte aus den Ritzen des Kühlschranks, ein rotes Licht wurde grün. Dann war der Spuk vorbei. Jawohl! Rief Captain Kenneth triumphierend, während er zum Kühlschrank rannte und die Tür aufriss. Wie Eiswürfel klickerten ihm die tiefgefrorenen Stecken auf die Fliesen. Über ein Dutzend steckten mit dem Kopf im Topf, Schwänzchen in die Höhe. Wir haben Sie am Hintern, Sir, wenn Sie mir diese Bemerkung gestatten. Juhu, geschafft, ja. Den Salat können wir getrost vergessen, Leute. Aber ich kenne da jemanden, der exquisite Delikatessen ankauft. Ich habe ohnehin noch eine Rechnung mit ihm offen. Bringen Leibgericht. Ho, ho, ho.
Stets zu Diensten, Majestät. Außerdem hätte ich noch diesen Navigationsrobot anzubieten. Äußerst zuverlässig, keine Frage. Ich habe bereits mit ihm gearbeitet. Captain Kenneth und die intergalaktischen Killerschnecken von Frank Hebben. Die Sprecher: Erzähler Tobias Diakov, Captain Kenneth Ralf Sarge Pappas, Androide A1 Michael Gerdes, Bill Oda Plein, Affe Joachim Klotz, singende Killerschnecke Falco Diekmann, Hologramm Stefanie Puke, Sluggy Roman Ewert, Killerschnecken Marco Ansing, Björn Henschel, Heiko Simon, Markus Hake, Christian Kehl, Roman Ewert, Falco Diekmann und als fetter Sack Helmut Buschbeck. Skript Dennis Künstner, Bearbeitung Frank Hebben, Nachbearbeitung Ralf Sarge Pappas, Schnitt und Regie Ralf Sarge Pappas, Cover, Rohentwurf Sven Matthias, Killerschnecke Falco Diekmann, Endmontage Ralf Sarge Pappas, Musik Oma's Attacks, She is Not a Human, Night of the Whisper und Dance from Outer Space. Olga Scotland, Medieval Adventure Game. Diese Titel unterliegen der CC-Lizenz und sind kostenlos bei Jamendo.com erhältlich. Zusätzliche Musik Jan Schröder, Schneckenmarsch. Eine Produktion des Hörspielprojektes 2009.